Hallo und herzlich willkommen zum Kanal No First Rule und vielen Dank fürs Einschalten. Heute mit einem Trick von Nick Trost. Auf amerikanisch Nick Trost übrigens. So, Nick Trost ist ein ziemlich bekannter Zaubertrick-Erfinder. Bekannt dafür, dass seine Tricks sehr ausgefallen, aber immer noch sehr einfach sind. Und ja, um das zu demonstrieren, zeige ich euch den Trick erstmal. So, ihr bittet den Zuschauer irgendwo gerade Mitte einfach mal abzuheben und die abgehobene Hälfte einfach mal Bild nach oben umzudrehen. Dann von dem abgehobenen Päckchen nochmal ungefähr die Hälfte und das gleiche Spiel nochmal einfach umdrehen. So, das war es eigentlich, was der Zuschauer machen muss. Und was hat der Zuschauer jetzt gemacht? Er hat zweimal abgehoben und umgedreht und dadurch ein Segment ausgewählt. Das wäre jetzt eigentlich unser Segment. Und das ziehen wir mal so raus. Als ob wir vier Spieler hätten. Jetzt war eine Karte zu wenig, aber ich denke, das wird trotzdem mit bisschen Magie funktionieren. So. Vier Könige, interessant. Aber warum die Könige, wenn wir auch die Asse haben können? Tada! So, willkommen zum Erklärungsteil. Der Trick heißt Double Discovery von Nick Trost und für diesen Trick braucht ihr, wie ihr sicherlich schon gedacht habt, ein Setup. Setup sieht so aus. Unten habt ihr die vier Könige, Bild nach oben. Und ganz oben, die oberen vier Karten, sind die Asse. Die kommt Bild nach unten aufs Deck. Und sonst ist alles eigentlich normal. Und um dem Zuschauer noch mal zu zeigen, dass wir es mit einem normalen Spiel zu tun haben, könnt ihr noch einmal ein Rüffelshuffle dazwischen bringen. Aber darauf achten, dass die unteren vier Könige unten bleiben. Und die oberen vier Asse auch oben bleiben. So. Wie mache ich das? Einfach merken, wo die obere Hälfte ist. Dann mit dem anderen Päckchen anfangen zu riffeln. Und dann zum Schluss darauf achten, dass mindestens die letzten vier Karten von der oberen Hälfte kommen. So. Dann legt ihr das Kartenspiel ein bisschen links von euch und bittet den Zuschauer irgendwo gerade Mitte abzuheben und das Päckchen umzudrehen und in die Mitte zu legen. Dann diesen neuen Päckchen nochmal ungefähr die Hälfte und wieder umdrehen und daneben legen. Und was ihr macht, ihr beginnt das Päckchen ganz links abzuheben, in die Mitte drauf, alles zusammen und dann auf das rechte Päckchen drauf. Dann dreht ihr das Päckchen nochmal um und holt einfach nur das mittlere, nach Bild unten zeigende Päckchen heraus. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier immer noch die ersten vier Karten, sind die vier Asse. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sind die unteren vier Karten die Könige. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Karten auszuteilen in vier Päckchen. So. Und eine magische Geste. Dann der erste Punch, in dem er zeigt, dass die vier Könige gefunden wurden. Und dann dreht ihr die Päckchen ganz um, um zu zeigen, dass die untersten Karten aus vier Assen bestehen. Das ist Double Discovery von Nick Trost. Viel Spaß!